Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die beste Box von Esther. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bester von Esther. Das geht ins Ohr. Die Box in einem sehr ungewöhnlichen Format. Und zwar haben wir hier eine Kartonbox, die so beschichtet ist. Auf der Vorderseite haben wir groß in Orange die Buchstaben Bester. Darunter steht die Esther Box. Und dann haben wir hier eine Szene aus einem Boxring. Also zwei Typen, die hier scheinbar gekämpft haben miteinander. Am Boden liegt Esther. Mehr oder weniger, ja, zumindest die Augen hat er noch offen, aber dürfte wohl den Kampf verloren haben. Und hier sein Gegenüber fordert von ihm eventuell, dass er wieder aufsteht oder den Sieg, je nachdem. Das Ganze so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, erinnert so ein bisschen an Muhammad Ali, rein von dem Foto her. Dann haben wir hier auf der Seite das Design durchgezogen, also wir sehen hier die Begrenzungen des Rings. Und hier im Publikum sitzen zwei Leute, die unter anderem Fotos machen, also Pressevertreter voraussichtlich. Auf der Rückseite lesen wir, was sich in der Box befindet. Kondom, Premium-CD, Battle-EP, Kopfhörer, Sticker und Autogrammkarte. Hier haben wir Esther nochmal als Politiker, wie er gerade eine Rede hält. Also sieht zumindest nach Politiker aus, erinnert so ein bisschen an John F. Kennedy. Von der Optik, dann haben wir hier die Credits und einen Barcode und die andere Seite ist blank schwarz. Alles klar, auf der Unterseite ebenfalls blank schwarz, hier sehen wir, wie das Ganze zusammengefalten wurde. Dann werden wir die Box jetzt mal öffnen. Also wie gesagt, ich habe das Format so noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich den Kopfhörern geschuldet hauptsächlich. Das dürften die Kopfhörer sein. Also wir haben einmal die Kopfhörer. Was haben wir noch? Das Album an sich. Eine EP. Einen Sticker. Eine Autogrammkarte. Und das Kondom. So sieht die Box von innen aus. Alles glatt weiß. Machen wir mal wieder zu und stellen das Ganze zur Seite. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wieder die bekannte Szene, die beiden Herren im Ring. Bester, das Esther Album. Das Ganze ein super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite haben wir wieder dieses Politikerfoto. Und dann haben wir hier 16 Tracks aufgelistet. Lediglich ein Feature, ein Gesangsfeature von Nima. Und meine Favoriten jetzt beim ersten bzw. zweiten Mal durchhören, das waren die Tracks Nummer 3, Was da los? Und Track Nummer 16, Bester in Klammer Outro. Also die haben mir mit Abstand am besten gefallen. Ja, Esther, ja jetzt seit April 2015 nicht mehr bei der Halunkenbande, also nicht mehr bei Saaz Label, sondern mittlerweile bei einem anderen Label unterwegs und eben dann im Februar 2016 dieses Album nicht mehr über Halunkenbande, sondern über sein neues Label erschienen. Wir haben hier auf der ersten Seite des Booklets Esther mit einer ziemlich merkwürdigen Perücke, Tony Montana mäßig. Also ich glaube, also der Hals dürfte sogar noch von Tony Montana sein. Also der ganze Körper und so, alles von Tony Montana. Allerdings hier der Kopf und diese hässliche Perücke dürfte dann von Esther so rein mit Photoshop reingemacht worden sein. Dann haben wir hier die Tracks aufgelistet, also den Text aufgezählt. Bedeutet, wir können hier wirklich mit Rappen, Nachlesen etc. Dann sehen wir hier Esther, wie er, sieht nach Argentinien aus. Ja, wie er hier im argentinischen Nationaldress die Weltmeisterschaft bejubelt. Das
Sehr spannendes Foto. Dann hier weitere Tracks, weitere Texte abgedruckt. Jede Menge Text. Oh, The Besters. Also, die Beatles, allesamt mit Esther Gesicht. Schöne Topfschnitte am Start. Also die Frisuren auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer hat was produziert. Das geht dann hier so weiter. Also das dürfte eine riesen Danksagung sein. Das hier, also diese Doppelseite ist dann die Danksagung. Und dann haben wir hier hinten noch 4 T-Shirts. Also wir haben hier eine Info zu Esther Merch. Gut, dann schauen wir mal die CD an. Relativ ungewöhnlich, wir haben hier die Tracklist nochmal auf der CD abgedruckt. Sieht man echt selten. Rot, weiß und schwarz gehalten das Ganze. So sieht die CD aus. Und auf der Rückseite haben wir nochmal Esther inklusive Esther Schriftzug. Sehr schön. Dann haben wir die EP Esther Lations. Wir haben hier 4 Tracks an der Zahl. Wort und Totschlag, Hurensohn Saga, Keiner wird verschont und Penner. Inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. So sieht das Ganze aus. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Diese in schwarz-weiß. Das Bild, was wir auch schon von der vom Super Jewel Case, vom hinteren Bereich hinter der CD kennen, war genau dieses Foto drinnen. Esther hat unterschrieben und sogar nummeriert. Bedeutet, meine Box ist 473. Ich gehe jetzt mal aus davon, dass die Auflage 500 bis 1000 Stück waren. So sieht das Ganze aus. Gefällt mir richtig gut. Und ist auch eine stärkere Autogrammkarte, also so Karton. Sehr gut. Dann haben wir einen Sticker in quadratischer Form. Auch wieder das Cover abgebildet. Und dann haben wir das Kondom Bester Sex mit der Ex. Also unten steht ja noch das Esther Kondom. Das Ganze in so einer Papierhülle, wie man das von so Gratisproben oder Verteilgeschenken kennt. Also, wir haben es zu tun mit... Okay, ich hätte jetzt fast Durex gesagt, aber Passante, muss ich ehrlich sagen, noch nie gehört. Regular, in Pink oder in Rosa gehalten. Das Ganze ist noch haltbar bis April 2020, also haben wir noch Zeit. Dann haben wir hier Kondome online und diskret bestellen, alles klar. Also einfach Info, wo man da Nachschub bestellen kann. Dann hier noch die Gebrauchsanleitung, was, ja, wie das Ganze zu verwenden bzw. zu entsorgen ist. Und dann hier noch wichtige Infos. Okay. Dann werden wir das Ganze mal wieder verpacken. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch die Kopfhörer. Wir haben hier so einen komplett schwarzen, schwarz-glatten Pappschuber. Dann haben wir hier wieder eine weitere Kartonbox. Die Frage, wie ich das am besten aufmache, ohne die Box zu zerstören. Ah, alles klar. Leichter als gedacht. Einfach hier zum Aufklappen. Und dann kommen hier die Kopfhörer zum Vorschein. Also, das Ganze hier in so einer... Moment. In so einer Plastikschale. Sehr schön. Und darunter haben wir dann noch die Kabel. Beziehungsweise das Kabel, also zweimal so Klinkenstecker, AUX-Kabel, ihr kennt das. Jetzt würde mich mal interessieren, warum hier an der Seite, ist wahrscheinlich einfach nur Stabilisierung oder... Nein, hier ist nichts mehr drin, ist also wirklich einfach nur, um das Ganze ein bisschen zu stützen. Gehen wir mal zur Seite. So, also wir haben die Kopfhörer in
Schwarz und Silber gehalten. Gefallen mir jetzt rein von der Optik, muss ich ehrlich sagen, richtig gut. Also klassisch in Schwarz, hier noch mit der Polsterung. Hat auf jeden Fall was. Ich habe es jetzt noch nicht getragen, ich sehe es jetzt selber erst zum ersten Mal. Deswegen kann ich nicht wirklich was zum Tragekomfort sagen. Bester, die Ester-Kopfhörer steht hier an den Seiten drauf. Ansonsten jetzt nichts hier großartig vermerkt. Und wenn ich es jetzt nicht übersehen habe, auch kein Hinweis, wo jetzt rechts oder links ist, dürfte in dem Fall egal sein. Wir haben hier eben die Öffnung für das Kabel. Das heißt, ihr nehmt dann einfach das Kabel aus der Plastikfolie. Stöpselt das dann einmal hier ein und das andere Ende, je nachdem, an eurem Laptop, an eurem Computer oder am Handy, MP3-Player etc. Das Kabel wirkt auch echt schön, so orange-rot, passend zu diesem Boxdesign. Bester, dieser Schriftzug war ja auch immer so in orange-rot. Gefällt mir richtig gut. Orange-rotes Kabel. Ich meine, die Kopfhörer, ja, wirken jetzt etwas Standard, so klapprig, aber ganz ehrlich, das ist so ein Boxinhalt und es haben ja schon diverse Rapper so einen Inhalt, so Kopfhörer reingepackt. Ich glaube, die haben alle ungefähr dieselbe Qualität und für den Preis, den die Box kostet, kann man da echt nicht meckern. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, rein von der Optik, vom Tragekomfort kann ich, wie gesagt, noch nichts großartig dazu sagen. Und wir fassen noch einmal zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Kopfhörer inklusive Kabel, der Sticker in quadratischer Form, die Autogrammkarte original unterschrieben und nummeriert, die EP Ester Lations, dann das Album an sich im Super Jewel Case und das Kondom für Sex mit der Ex. Das alles in dieser wunderbaren Box. Bester von Ester. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ester unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.